Hi, heute geht es weiter mit Teil 2 der Folge 3D-Drucker und 3D-Drucken für Einsteiger und Neulinge. Ihr habt also euren 3D-Drucker vor euch stehen, habt den nach Anleitung zusammengebaut, nach bestem Wissen und Gewissen und wollt nun loslegen. Genau das solltet ihr aber nicht tun, denn die Erfahrung hat gezeigt, dass die chinesischen 3D-Drucker oftmals etwas, nennen wir es mal, einen leichten Mangel in der Qualitätskontrolle haben. Es gibt also ein paar Punkte, die man unbedingt beachten sollte, um nicht gleich am Anfang, ja, vor die ersten größeren Probleme gestellt zu werden. Und diese Teile und diese Punkte, die werde ich euch heute mal zeigen. In einem relativ kurzen Video. Wir machen also den Drucker fit für den ersten Druck und werden dann auch das Benji, was wir im ersten Teil gesliced haben, danach ausdrucken. Viel Spaß beim Zuschauen. Als allererstes solltet ihr sicherstellen, dass alle Winkel an eurem Drucker, wo Profile aufeinander stoßen, in einem 90-Grad-Winkel ausgerichtet sind. Das könnt ihr zum Beispiel mit einem Geodreieck machen. Haltet es einfach in die Fuge rein und schaut, ob das Geodreieck auch wirklich an den Ecken sauber anliegt. Ist das nicht der Fall, löst nochmal alle Schrauben hier oben und richtet das dann alles nacheinander aus. Das solltet ihr bei allen Winkeln machen. Also nicht nur oben die vier, sondern auch natürlich unten und hier in dieser Richtung ebenfalls. Also alle X, Y und Z-Verbindungen gegeneinander ausrichten. Alles muss exakt in einem 90-Grad-Winkel zueinander stehen. Ansonsten bekommt ihr später sehr wahrscheinlich Probleme beim Drucken. Das nächste, was ebenfalls beachtet werden muss, ist, prüft, dass die Schlitten wackelfrei sitzen. Ich zeige euch das mal hier am Druckkopf. Ihr seht, so ist das nichts. Das wackelt hier rum. Das ist nicht festgezogen. Und ihr werdet an jedem Drucker oder an jedem Schlitten in der Regel eine exzentrische Mutter finden, die sich nachstellen lässt. Und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Sucht den Schraubenschlüssel. Bei diesem Drucker hier ist die Exzentermutter da unten drin. Ich kann euch die jetzt relativ schlecht zeigen. Ich probiere es mal, indem ich das Handy damit runternehme. Wird ein bisschen wackeln. Hier an dieser Stelle ist die Exzentermutter. So, was ihr jetzt macht, ihr nehmt einen Schraubenschlüssel. Normalerweise ist der beim Drucker dabei. Setzt diesen an der Exzentermutter an. Wackelt hier vorne am Druckkopf und bewegt den Schraubenschlüssel einfach in eine Richtung so lange, bis es nicht mehr wackelt. Und das ist jetzt gerade auch schon erreicht. Dann achtet ihr ra darauf, wenn ihr den Schlitten bewegt, dass sich alle Rollen wirklich sauber mitbewegen. Man kann da ganz gut einen Finger einfach drauflegen, dann fühlt man das gut, wenn man es nicht richtig erkennt, oder einfach einen Strich mit, ja, ich sag mal, mit dem Kugelschreiber oder mit dem Filzstift vielleicht drauf machen, dann kann man das auch erkennen, ob sich mitdrehen. Also das auch wichtig prüfen. Alle Rollen müssen sich sauber mitdrehen, denn ansonsten wackelt es vielleicht nicht, aber der Anpressdruck ist nicht korrekt. Zu fest sollte der Anpressdruck aber auch nicht sein. Das heißt, ihr zieht genauso fest an, dass es nicht mehr wackelt, dass sich alle Rollen drehen, aber auch nicht wirklich fester. Das Gleiche gilt, wie gesagt, auch für diesen Schlitten. Hier haben wir auch hier an dieser Stelle die Exzentermuttern und da. Und ihr seht, hier wackelt nichts. Natürlich, die sind festgezogen. Insofern passt das. Gehen wir über zum nächsten wichtigen Part. Ich zeige euch diesen Part hier an Genius. Ihr nehmt einfach mal die Silikonsocke hier runter. Und wir gehen mal ein wenig näher ran. Und ihr seht hier zwischen Heatblock da oben und Nozzle da unten ist ein kleiner Spalt. Wenn dieser Spalt nicht zu sehen ist, könnt ihr ganz sicher davon ausgehen, dass
das Hotend falsch zusammengebaut wurde. Ihr werdet das Problem nicht beim ersten oder zweiten Druck wahrscheinlich merken. Es kann durchaus sein, dass 1-2 Kilo sauber durchlaufen, aber ich garantiere euch, wenn das falsch zusammengebaut ist, früher oder später werdet ihr einen richtigen Spaß damit haben. Denn durch diese falsche Verschraubung entsteht im Heatblock zwischen Nozzle und Heatbreak ein Spalt, der nicht sauber verschlossen ist. Und früher oder später wird sich hier Filament durchdrücken. Und das wird damit enden, dass ihr hier unten drunter irgendwann mal so einen richtig dicken Knoten habt. Am besten bei einem Übernachtdruck, wo dann 100, 200 Gramm Filament durchgelaufen sind. Und hier der komplette Hotend-Bereich, der komplette Nozzle-Bereich mit Filament verklebt ist. Und das endet damit, ja, entweder wirft man den Kram weg oder man säubert es mühselig. Mit Hilfe des Backofens zum Beispiel erwärmt es, entfernt ja den ganzen Kram und erwärmt es wieder und passt eben auf, dass hier die Kabel zum Beispiel nicht beschädigt werden, die hier angeschlossen sind für den Thermistor und so weiter und so fort. Das kann man sich alles ersparen. Wenn also ihr schon seht, dass hier dieser Spalt nicht vorhanden ist, dann schaut euch bitte das Video von Rix 3D an. Ich werde es unten in die Beschreibung reinlegen. Er erklärt hier sehr gut, wie man die Nozzle sauber gegen das Heatbreak kontert. Und das solltet ihr unbedingt beachten. Auch wenn es jetzt hier an dieser Stelle richtig zusammengeschraubt wurde, kann ich euch nur empfehlen, wärmt das Hotend auf eine Temperatur, ich sag mal von 240 Grad zum Beispiel auf. Das entspricht der Maximaltemperatur, die man normalerweise für PETG benötigt. Eigentlich eher sogar noch ein bisschen darüber. Und zieht einfach nochmal die Nozzle ein klein bisschen nach, sodass die sauber gegen das Hotend gekontert ist. Haltet hier an dieser Stelle mit einer Zange fest, also den Heatblock festhalten, sodass euch da oben nichts abbricht. Also während ihr hier unten dreht, oben mit der Zange festhalten, sonst macht ihr euch noch was kaputt. Ja, ebenfalls wichtig, alle Schrauben, egal welche, ob das nun diese sind oder hier unten bei den Pullis, prüft alle Schrauben, ob die auch wirklich festgezogen sind. Auch hier zeigt die Erfahrung, viele Schrauben sind wirklich komplett locker. In der Fabrik in China geht das wahrscheinlich alles so schnell, dass da einfach die ein oder andere Schraube vergessen wird. Ein weiterer aus meiner Sicht wichtiger Punkt ist, prüft, dass alle Kabelverbindungen sauber miteinander, ja, dass sie sauber zusammengesteckt sind, ob das nun wie beim Genius hier das Flachbandkabel ist, auf dieser Achse oder ob es zum Beispiel hier Stecker sind, die einfach zusammengesteckt werden müssen oder wie hier unten an der Z-Achse, am Z-Motor, dass das alles wirklich sauber miteinander verbunden ist. Auch hier kommt es immer wieder zu Fehlern. Beim Genius macht man es ja selbst, bei anderen Druckern sind diese Teile schon montiert. Und wie gesagt, hier kommt es immer wieder zu Fehlern, dass es nicht richtig reingesteckt wurde. Und man wundert sich hinterher über die seltsamsten Fehler. Weiterer Punkt noch, das Netzteil. Hier möchte ich ganz klar sagen, also hier sollte nur derjenige dran gehen, der Ahnung hat, der sich von der Materie auskennt. Deswegen werde ich das hier auch an dieser Stelle nicht weiter ausführen. Jemand, der Elektriker ist, sich mit der Materie auskennt, prüft einfach mal, ist denn das Gehäuse überhaupt sauber geerdet? Sind die Kabelverbindungen sauber verschraubt? Auch hier gibt es immer mal wieder Fehler, die man sich anschauen sollte und überprüfen sollte, um einfach hier eine weitere Schwachstelle ausmerzen zu können. Als nächstes drehst du das Heatbed komplett an den Leveling-Schrauben nach unten, einfach um zu verhindern, dass beim ersten Homing dir die Nozzle ins Bett kracht und du dann vielleicht schon den ersten Schaden hast. Um das Leveling nun durchführen zu können, benötigst du aufgewärmte Komponenten. Das heißt, du stellst dein Heatbed
vorausgesetzt du druckst mit PLA auf 60 Grad, vielleicht auch 65 Grad. Das gleiche machst du mit der Nozzle, die stellst du ungefähr auf 200 Grad, sodass beide Komponenten aufgeheizt sind. Lass es auch ein paar Minuten stehen, sodass wirklich eine komplette Erwärmung stattfinden kann. Und sich diese Teile auch entsprechend ausdehnen können, denn im erwärmten Zustand ist der Abstand zwischen beiden Teilen nochmal etwas anders wie im kalten. Und wenn du kalt leveln würdest, passt dann hinterher doch nichts mehr. So, wir sehen, die Temperaturen steigen langsam, auf dem Display ist es zu erkennen. Und wir haben hier unsere Endtemperatur fürs Bett, in meinem Fall um die 70 Grad, erreicht. Die Nozzle ist jeden Moment fertig. Und nun wählst du die Leveling-Funktion aus und kannst über First, Second, Third und Fourth die vier Ecken ansteuern. Wunder dich nicht, wenn es bei dir ein klein bisschen anders aussieht wie bei mir. Ich habe eine andere Firmware auf meinem Genius. Übrigens kommt dazu demnächst auch ein Video. Ja, dann gehe ich hin und passe dann mit den Leveling-Schrauben die Abstände zwischen Bett und Nozzle an. Ich nutze dazu eine Fühlerlehre. Du kannst auch ein Blatt Papier nutzen, zum Beispiel Kopierpapier. Das hat eine Höhe von 1/10 Millimeter. Das legst du zwischen Bett und Nozzle und bewegst es hin und her. Drehst so lange das Heatbett nach oben, bis du einen Widerstand merkst. Das machst du an allen vier Punkten und fängst wieder von vorne an, denn sobald du alle vier Punkte nivelliert hast, ist definitiv die Nivellierung schon wieder zu Ende bzw. erledigt, denn die vier Schrauben, die du bewegst, nivellieren sich gegenseitig und insofern sind die Abstände wieder unkorrekt. Du machst das jetzt im Prinzip wirklich so lange, bis dein Blatt Papier auf allen vier Punkten sauber, einen sauberen Widerstand hat. Ne? Du bewegst das dann hin und her und merkst, da ist ein Widerstand und dieser Widerstand sollte bei allen vier Punkten möglichst identisch sein. Hast du das geschafft? Ist dein Bett soweit gelevelt? Und wenn du ein Mesh-Leveling hast, so wie ich auf diesem Genius mit der neuen Firmware, dann kannst du das Ganze sogar noch ein bisschen feintunen, da kommen wir gleich dazu. Ja, das Leveling ist nun abgeschlossen und ich wähle jetzt das Meshbed-Leveling im Menü aus. Was ist der Vorteil von Meshbed-Leveling? Nun, ich richte nicht nur die vier Punkte aus, Abstand Bett zu Nozzle, sondern insgesamt 9 Punkte. Und diese 9 Punkte gleichen mir auch Unebenheiten und die habt ihr definitiv auf praktisch jedem chinesischen Heatbed. Unebenheiten auf der Platte auf. Das heißt, ihr misst mit diesem Meshbed Leveling die Abstände, kalibriert das ein elektronisch und speichert das ab. Und der Drucker weiß dann an allen 9 Punkten den exakten Abstand zwischen Nozzle und Heatbed, passt das dann während des Druckes an, sodass ihr immer auf allen 9 Punkten über die komplette Fläche des Heatbeds einen optimalen Nozzle-Bettabstand habt und somit auch eine optimale First Layer aufs Bett legen könnt. Der Drucker sollte nun soweit fertig eingerichtet sein, dass man sagen kann, jetzt geht's los. Und deshalb starten wir jetzt auch unseren Druck. Du gehst hin, nimmst deinen USB-Stick mit deiner Datei drauf, steckst den in den Drucker rein, wählst über das Display vorne den Druck aus, drückst auf Drucken. Ja, und der Rest funktioniert im Prinzip so gut wie von selbst. Bezüglich Ladenfilament. Schau hier nochmal bitte in die Anleitung nach. Unter Umständen gibt der Hersteller hier etwas vor. Ansonsten beachten musst du einfach nur,
heize die Nozzle auf, führe das Filament in den Extruder ein, in den Heatblock ein, also einfach durchschieben. Den Idler, das ist so ein kleiner Arm, der sich am Extruder befindet, den kannst du ein bisschen reindrücken, dass sich das Filament auch durchschieben lässt besser. Das kannst du im Prinzip so lange machen, bis unten der erste Tropfen oder der erste Faden rausläuft. Und dann ist das Filament im Prinzip auch schon sauber in der Nozzle drin. Ja, und dann kannst du auch wirklich den Druck starten und dabei zuschauen, was passiert. So, der Druck ist fertig und jetzt schauen wir uns das kleine Bändchen mal an. Die Layerschichten sind ganz gut geworden. Vorne am Bug, der ist auch recht sauber. Hier scheint es ein bisschen Extrusionsprobleme, Überextrusionsprobleme gegeben zu haben, aber das ist genau auf der Höhe des Bodens hier. Also war die Wanddicke unter Umständen nicht korrekt, Ketten können ein bisschen dicker sein oder die Überlappung des Infills ist da nicht so toll gewählt gewesen im Standardprofil. Der Kreis hier ist auch ganz okay. Die obere Deckschicht ist gut. Auch hier die Deckschicht ist geschlossen. Leichtes Stringing im Fensterrahmen. Hier minimale Überextrusion. Na, da hinten sieht es nicht so gut aus. Da ist auch eine Überextrusion. Aber für ein Standardprofil ganz passabel geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir weitergeholfen. Wenn es dir gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, wenn du mehr von mir sehen willst. Ja, freue ich mich natürlich über ein Abo. Es wird mit Sicherheit auch wieder ein weiteres Einsteigervideo geben, in dem ich neue Funktionen, neue Dinge erkläre. Aber natürlich wird auch was für Fortgeschrittene dabei sein. Und ja, freue mich aufs Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Drucken. Ciao!